Und was mir noch wichtig ist, kommt häufig die Frage beim Freilauf nach der Schleppleine. So, also, zur Schleppleine mal ein Statement. Ich kann euch nur sagen, wenn euer Ziel ist, dass der Hund irgendwann wirklich frei läuft, frei heißt, ohne dass eine Leine an ihm hängt, dann wird euch Schleppleintraining nichts bringen. Warum? Weil die Intelligenz des Hundes da offensichtlich unterschätzt wird. Das Tier weiß ganz genau, ob eine Leine dranhängt oder nicht. Und selbst wenn man das ganz professionell abschneidet, immer kürzer macht, sage ich euch, der Hund weiß ganz genau, wie lang 30 cm sind. So sieht's aus. Das heißt, wenn mein Ziel ist, den Hund frei laufen zu haben, dann erreiche ich das nur über eine Freifolge und einen so aufgebauten Freilauf, nicht mit einer Schleppleine. Aber wenn die Schleppleine dir Sicherheit gibt, ja, oder du einfach sagst, ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob das funktioniert, wenn da ein Reh auftaucht und wir haben gerade viel Wild, natürlich macht eine Schleppleine drin, in Gottes Namen, ja, eine Schleppleine an den Hund. Wenn das dir Sicherheit gibt und natürlich auch die Tiere im Wald schützen soll, könnt ihr das machen. Uns muss einfach nur klar sein, dass wir damit nicht an das große Ziel kommen, ja. In den Freilauf kommst du nur über den Freilauf und nicht über irgendwas anderes. Aber die Schleppleine, wie übrigens jedes andere Hilfsmittel, könnt ihr benutzen, wenn es euch hilft. Ja, wir haben auch nicht grundsätzlich was gegen Hilfsmittel, wenn sie dem Menschen helfen, klar. Man muss einfach nur wissen, dass für den Hund dieses Hilfsmittel eben dann zu der Situation dazugehört. Und wenn es dann nicht mehr da ist, könnte es eben schwierig werden.